Ja, wir sind heute super früh aufgestanden, sind mit dem Zug nach Innsbruck gefahren und werden heute diesen Skibau-Workshop mitmachen. Unser Anliegen ist es, unser eigenes Material mal in so einem Ski zu verbauen und zu gucken, wie sich das da auch so verhält und wie das Material in dem Ski dann auch im Prozess funktioniert. Mein Name ist der Simon. Spurt ist eine kleine Ski-Snowboard-Splitboard-Manufaktur, die Workshops anbietet, wo man sein eigenes Sportgerät selber bauen kann über das Wochenende. Ja, das Schöne an der Zusammenarbeit mit Kai und Lovis ist, dass sie nicht nur uns ihr Tape geben und sagen, macht's was damit, sondern auch auf unsere Bedürfnisse eingehen. Deswegen sind sie jetzt auch zum Workshop gekommen, um mal zu verstehen, wie man eigentlich einen Ski baut, auf was es ankommt. Und dann ist das Schöne eigentlich, dass sie eine offene Kommunikation haben und das in beide Richtungen läuft. Also wir können auch einfach sagen, was wir brauchen, und sie versuchen dann ihre Prozesse an unsere Bedürfnisse anzupassen. Wir werden heute mit Ihnen einen kleinen Workshop starten. Dazu bauen wir alles in eine Laminierform, die wir mit Vakuum am Ende umschließen und verpressen. Und werden es dann morgen auspacken, ausschneiden und schauen, was geworden ist. Jeder Skibauer hat wahrscheinlich seine eigene Herangehensweise, so einen Ski herzustellen, ob ich jetzt viele herstellen will oder Kleinserie, eben so ein Custom-Ski. Und für uns ist es super wichtig, die Prozesse zu kennen, um dann unser Materialsystem auch anpassen zu können an genau diesen Prozess. Was uns wichtig ist, auch vielleicht die Anwendung nicht aus den Augen zu verlieren. Wir sehen unser Produkt immer aus der Produktionssicht. Also wie kann ich das vielleicht effizient herstellen? Wie kann ich irgendwie das Produkt homogener machen? Wie kann ich den Prozess bei uns, also den Produktionsprozess, optimieren oder verbessern? Und wo man dann aufpassen muss, ist, dass man nicht so Scheuklappen aufhat und sich eben auch die nachgelagerten Prozesse und die Anwendungen anguckt, wo geht denn das Material eigentlich hin? Und auch da einen gewissen Fokus drauf hat. Okay, cool. Dann sollen wir mal in den Ofen schauen. Bin gespannt. Genau, man kann es einfach rausziehen. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Geil. Die sind richtig gut geworden. Ja, ne? Nice. Etwa ein mega gut rum. Also? Und was sagst du? Das ist mega cool. Vor allem, schau mal hier. Du schleifst jetzt genau nur noch ein paar Mal drüber. Ja, ja, was sagst du? Das ist finito. Wir alle gehen im Endeffekt Skifahren, weil wir sehr gern draußen sind in der Natur, sehr gern am Berg sind, uns da sehr gern fordern und diese Connection spüren, sowohl zu anderen Menschen als auch eben zu dieser Natur um uns rum. Ja, dann schauen wir mal, wie sie gehen. Mein und Spurts Interesse ist da, einfach diese Natürlichkeit, die wir durch den Sport leben, auch in die Materialien zu bringen. Und da ist Fuse halt ein tolles Angebot, weil man dadurch vielleicht in naher Zukunft die Glasfaser oder die Carbonfaser, die absolut nicht natürlich sind, ersetzen könnte.